Und jetzt geht es weiter mit meiner allerliebsten Haushaltshilfe, nämlich mit Fensterputzrobotern. Weil Fensterputzen ist ganz einfach eines der leidigsten Hausarbeiten überhaupt. Und nicht nur aus meiner Sicht, das weiß ich mittlerweile, sondern ich glaube, die meisten, wahrscheinlich auch Sie, mögen diese Hausarbeit überhaupt nicht. Und zudem ist es gefährlich. Es passieren immer wieder sehr, sehr viele Unfälle in den Haushalten. Viele davon übrigens bei Stürzen beim Fensterputzen. Aber man muss sich die Mühe nicht machen, selber Fenster zu putzen. Und man muss sich dem Risiko auch nicht aussetzen. Und wir haben in dieser Sendung unsere beiden Bestseller, wenn es um Fensterputzroboter geht. Sie entscheiden jetzt, welcher dieser beiden Modelle genau der richtige für Sie ist. Und dann bitte gleich ans Telefon. Beginnen tun wir schon mal mit diesem wunderschönen Gerät. Und das ist für mich ein Preis-Leistungswunder für 218,45 € ein Fensterputzroboter. Das ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Oh, ja, ich habe nämlich heute zwei wunderbare Fensterputzroboter für Sie mitgebracht. Und der gleich folgt, das ist übrigens auch der, den ich zu Hause habe seit circa einem halben Jahr. Und ich kann Ihnen nur sagen, wer Fensterputzroboter kauft, der ist richtig clever, weil damit kann man wirklich spielend einfach die Fenster putzen lassen. Man kann sich sogar mit fremden Federn schmücken und sagen, ach, guckt mal hier, wie sauber meine Fensterscheiben sind, weil die sind wirklich Gold wert. Wie gesagt, zwei verschiedene Modelle habe ich mitgebracht und mit dem leisesten Modell, was wir bei uns im Sortiment haben, möchte ich gerne beginnen. Weil das wird sehr, sehr gerne gekauft von Menschen, die sagen, ja, ich bin den ganzen Tag zu Hause, Fensterputzen ist mir allerdings gefährlich, lass ich lieber sein. Aber ich möchte währenddessen zum Beispiel Fernsehen schauen. Ich möchte auch ganz gerne mal Mittagsschläfchen machen oder die Kinder sind vielleicht zu Hause. Denn das ist unser leisestes Modell, was wir an Fensterputzrobotern haben. Wir haben sehr, sehr viel im Sortiment, aber der ist wirklich ultra leise. Und ja, der putzt komplett eigenständig für Sie die Fenster. Das Einzige, was Sie machen müssen, Sie nehmen sich Ihre Fensterscheibe, suchen die sich aus, schließen ihn dann natürlich ganz klar an die Steckdose an. Das war's, mehr müssen Sie nicht machen. Dann bekommen Sie jetzt hier diese Mikrofasertücher mit nach Hause. Da sind einmal zwei graue dabei und einmal zwei gelbe. Einmal zum Polieren und einmal für die etwas gröbere Reinigung. Die setzen Sie an, beziehungsweise legen Sie nur drauf. Die halten hier nämlich per Klettverschluss. Also es ist wirklich auch sehr, sehr einfach in der Handhabung. Das gefällt mir immer gut, wenn Technik leicht zu verstehen ist. So, und wie einfach das geht, ich würde sagen, das zeigen wir Ihnen mal, weil der ist ja auch so schön flach, ne? Also ich kann jetzt auch meine Blumen direkt im Fensterbrett stehen lassen. Und jetzt nehme ich mir den, der hält auch hier sehr gut in der Hand, ne? Durch diesen praktischen Tragegriff. Jetzt setze ich den einfach nur an meine Scheibe. Da spielt es keine Rolle, ob das eine Dachschräge ist oder zum Beispiel auch Spiegel. Und jetzt drücke ich hier 3 Sekunden auf diesen Knopf. Achtung, 1, 2 und 3. Und jetzt hat er sich festgesaugt. Also das ist wichtig, dass Sie das wissen, weil sonst denkt man vielleicht zu Hause, der funktioniert nicht. Und schauen Sie mal, ich bekomme ihn nicht mehr herunter. Und das war es auch schon. Ich stehe jetzt hier direkt daneben mit meinem Mikrofon und man hört sehr, man hört, dass er sehr, sehr leise ist. Das, was Sie hier runterbaumeln sehen, ist übrigens das Absturzseil. Das dient natürlich dazu, wenn mal Stromausfall ist, dass er eben gesichert ist, dass er nicht einfach aus dem 15. Stock purzelt. Ja, und jetzt haben Sie natürlich auch hier so ein paar Spielereien wieder mit eingebaut, weil Sie bekommen ja wirklich tolle, innovative Technik nach Hause. Das sehen Sie dann hier auf der Fernbedienung. Und zwar, ich habe jetzt hier das ganz normale Startprogramm gewählt. Ja, das ist so das reguläre Programm. Damit bekommen Sie die Scheiben auf jeden Fall sauber. Aber wir haben hier natürlich auch verschiedene Modi, wie zum Beispiel den Z-Modus. Das heißt, der putzt jetzt hier sehr effektiv von links nach rechts. Dann gibt es den N-Modus, also von unten nach oben. Oder Sie kombinieren beides. Aber wie gesagt, mein Tipp, einfach nur die Starttaste drücken, das reicht vollkommen aus. Und das Gleiche können Sie natürlich, vorausgesetzt, Sie haben ein Smartphone, können Sie auch gerne mit Ihrem Smartphone machen, weil dann kann man das Ganze auch ganz bequem vom Smartphone aus steuern. Also so einfach geht es. So, und jetzt mache ich gar nichts mehr. Ich gucke hier einfach nur zu und denke mir, Mensch, der macht das ziemlich zuverlässig. Also was hier begeistert ist, ist die Lautstärke, die eben nicht vorhanden ist. Ja? Ich stehe direkt daneben und Sie hören es mit Sicherheit auch über mein Mikrofon, dass dieser Fensterputzroboter sehr, sehr leise, flüsterleise möchte ich behaupten, arbeitet. Und das jetzt nicht nur bei einem normalen Fenster, das geht
natürlich dann auch bei großen Panoramafenstern, bei Wintergärten, eigentlich bei allen Glasflächen, die man irgendwo im Haus hat. Könnte natürlich auch im Bad der große Spiegel sein oder ähnliches. Aber das wird hier effektiv und einfach gereinigt. Und ich muss noch mal auf den Preis zu sprechen kommen. 218,45 Euro. Wow, jetzt ist er nicht mehr leise. Warum? Was sagt er uns jetzt? Das Piepen bedeutet, er ist fertig. Jetzt kann ich ihn herunternehmen und ihn beispielsweise an die nächste Scheibe setzen. Und das machen wir auch mal, damit Sie auch mal sehen, hier, wie zuverlässig der natürlich auch die Außenseite reinigt. Und Außenseiten sind natürlich auch sehr beliebt, jetzt wenn Sie Dachschrägen haben. Das ist ja wirklich auch sehr gefährlich, gerade so dieses Überkopfputzen. Dann kommt man meistens auch gar nicht richtig dran. Und währenddessen wir uns hier miteinander unterhalten, Sie können natürlich auch in der Zeit ein gutes Buch lesen, Fernsehen schauen, macht er diese unbeliebte Hausarbeit. Und da muss man auch ganz klar sagen, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Fensterputzroboter auf dem Markt. Aber wichtig ist für Sie, achten Sie immer darauf, dass Sie mit Unterdruck arbeiten. Weil nur dann können Sie die für alle glatten Oberflächen einsetzen. Jetzt haben wir hier eine ganz normale Scheibe, aber Sie können den natürlich auch speziell anwenden für Spiegelfronten beim Kleiderschrank oder zum Beispiel auch für Fliesen, für alle glatten Oberflächen. Nur, Sie müssen hier eben ganz, ganz schnell sein, weil das ist wirklich Markenqualität zum ganz kleinen Preis. Ja, und Fensterputzen, sind wir mal ehrlich, ist nicht nur unangenehm, es ist ja auch körperlich anstrengend. Und je älter man wird, desto unangenehmer wird es und desto anstrengender. Ich möchte auch nicht mehr auf Leitern oder auf Stühle hochstellen, um oben die Fenster zu putzen. Das ist wesentlich einfacher und Sie können in der Zeit etwas Angenehmeres machen. Jetzt die Frage, was ist angenehmer? Dann sage ich, das behaupte ich jetzt einfach mal, alles andere außer Fensterputzen ist angenehmer. Aber es gibt natürlich zu diesem flüsterleisen Fensterputzroboter auch eine Pressestimme und die schauen wir uns mal an. Testsieger Fazit kommt weitgehend ohne Schnickschnack aus und erledigt das, was er soll, sehr gut. Die Verarbeitung lässt keinen Anlass zur Klage, die Bedienung ist eingängig und die Automatik ausgereift. Im Betrieb war der Roboter der leiseste im Testfeld und gleichzeitig einer der gründlichsten. Also das ist was, was hier wirklich herausragend ist, diese Beurteilung. Und da muss ich sagen, Wahnsinn. Sehen Sie das? Auch Fachzeitschriften sagen das sehr, sehr leise, sehr, sehr gründlich. Und wir haben das auch, glaube ich, hier gesehen. Sehr, sehr schnell, würde ich noch dazufügen. Und wenn Sie auch viele Fenster haben oder auch nur wenig Fenster, aber keine Lust, die zu putzen, holen Sie sich eben einen so hocheffektiven Fensterputzroboter, der zudem noch flüsterleise ist und unglaublich günstig. Ich muss noch mal über den Preis reden. Oh, und ich sehe gerade, wir sind auf den letzten Stückzahlen. Kein Wunder, immer mehr lassen sich natürlich bei diesen lästigen Arbeiten helfen mit einem Roboter. Aber der Preis ist natürlich auch herausragend. 218,45 Euro. Das ist Ihr exklusiver TV-Sonderpreis. Exklusiv als Pearl TV-Zuschauer. Kommt natürlich Porto und Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause. Und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 500 Euro, das heißt mehr als die Hälfte, 56% genau, sparen Sie nochmal, weil Sie so clever sind und im richtigen Moment Pearl TV eingeschaltet haben. Der ist natürlich auch toll. Also das ist jetzt auch richtig gut zu beobachten, wie der sich sehr, sehr intelligent von oben nach unten arbeitet. Also da ist wirklich bis an den Rand. Achten Sie jetzt mal bitte auf den Rand. Achtung, haben Sie es gesehen? Das schließt wirklich perfekt ab mit dem Rahmen des Fensters. Und das Mikrofaserpad, ach, der ist schon wieder fertig, Mensch. Das Mikrofaserpad, das steht ein bisschen über. Das sehen Sie hier ganz toll. Das ist bewusst so gewählt, damit er wirklich bis ganz an den Rand auch kommt, ne? Also das ist komplett durchdacht. Es ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal. Also das findet man für den Preis bei den allerwenigsten Fensterputzrobotern, weil wir kommen ja hier auch von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 500 Euro. Wundert mich gar nicht. Und da ist eben jetzt schon hier das Absturzseil mit dabei. Da ist die Fernbedienung mit dabei. Ja, alles dabei. Ich drücke jetzt hier nochmal auf Start. Und was ist natürlich noch mit dabei? Schauen Sie mal, das ist das Komplettpaket. Sie können sofort loslegen, wenn der zu Ihnen nach Hause kommt. Sie haben eben die Reinigungs- und Polierpads schon mit dabei. Das heißt zwei gelbe, zwei graue. Und wenn die mal etwas schmutziger sein sollten, gerade jetzt hat man vielleicht noch so leichten Pollenfilm, dann können Sie ganz leicht waschen in der Waschmaschine bei 60 Grad. Also das ist sehr, sehr unkompliziert.
Ja, unkompliziert, einfach zu handhaben und vor allem auch sicher. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass viele Unfälle, derzeit sogar die meisten überhaupt, nicht auf der Straße, sondern im Haushalt passieren. Und viele davon sind eben beim Fensterputzen, weil man da ja hochsteigt und die Gefahr zu stürzen sehr, sehr groß ist. Ganz schlimm ist es, wenn man mal wieder in der Zeitung liest, dass jemand beim Fensterputzen das Gleichgewicht verloren hat und nach draußen auf die Straße gefallen ist. Aber gucken wir auch mal einen Artikel dazu an von T-Online und dann werden wir das sehen. Und Deutsche zu leichtsinnig Unfälle im Haushalt verhindern. Und da steht, so starben 7.533 Menschen im Jahr 2010 durch Unfälle im Haushalt, im Straßenverkehr nicht mal die Hälfte. Und Leichtsinn begünstigt Unfälle im Haushalt. Viele Deutschen nehmen die Gefahren nicht ernst, die zum Beispiel beim Fensterputzen lauern. Und so benutzt ein Viertel der Befragten statt einer sicheren Leiter andere Gegenstände wie Tische oder Hocker. Das waren war ein Artikel oder ein Bericht über 2010. Ich weiß mittlerweile, dass sich die Zahlen mittlerweile an die 10.000 Haushaltstote im Jahr nähern. Und ich muss auch aus eigener Erfahrung sagen, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, wenn ich in Höhe steigen muss. Und ja, und ich bin auch so einer, der steht dann halt mal, wenn ein Stuhl in der Nähe ist, dann steigt man halt mal auf den Stuhl, wenn es unbedingt sein muss. Sollten Sie auf keinen Fall machen. Gehen Sie gar nicht erst ins Risiko, machen Sie sich so einfach wie möglich. Holen Sie sich ein Stück mehr Lebensqualität nach Hause. Und das tut man, glaube ich, mit Sicherheit mit so einem Fensterputzroboter, oder? Also das ist was ganz Wichtiges, was du ansprichst, die Lebensqualität, weil man verbringt viel zu viel Zeit eben mit Hausarbeit. Das ist eine enorme Zeitersparnis. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo man ja eben nicht nur die Hausarbeit zu erledigen hat, ne, das sind die Kinder, die verpflegt werden wollen, da ist natürlich der Job, dem man auch nachkommt und so viele andere Sachen. Und wie wäre es denn mal mit Hobbys? Sie können doch diese freie Zeit nicht nur mit Fensterputzen verbringen. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, was Sie hier nach Hause bekommen. Und dadurch, dass er eben sehr, sehr leise arbeitet, kann ich ihn auch wunderbar dafür einsetzen, wenn die Kinder mal einen Mittagsschlaf machen oder wenn sie vielleicht auch mal abends noch einen Film schauen wollen. Also das ist was Tolles. Das stört ja auch die Nachbarn nicht. Also das hört man ja kaum. Ne? Schön ist hier natürlich, man kann wirklich auch bei Dunkelheit Fenster putzen, weil man ja selber nicht verantwortlich ist für die Streifen, die man sieht hier. Wird streifenfrei gereinigt. Wir haben das vorhin gesehen in diesem Testbericht. Am gründlichsten und am leisesten dieses Fensterputzroboter-Modell. Bitte ganz schnell sein, weil wir sind auf den allerletzten Stückzahlen. Die Bestellnummer hier von unserem super leisen und super günstigen Fensterputzroboter ist die NX 3329 und die 569. Die 569 am Ende bitte nicht vergessen, weil nur damit bekommen Sie unseren fantastischen TV-Sonderpreis von 218,95 €. Also das einer, habe ich 95 gesagt, sehen Sie, ich mache es wieder 50 Cent teurer, nochmal 218,45 €. Das ist der reguläre Preis, Porto und Versandkosten frei, wie all unsere Waren über 150 € Warenwert. So, jetzt kommen wir aber zu unserem zweiten und der ist ausgezeichnet. Und das sage nicht nur ich oder verschiedene Presseportale, sondern der wurde wirklich ausgezeichnet mit dem Innovation Award 2019. Und den kriegt man nicht einfach mal so. Aber ich meine, die Firma Hobot, die ist diese Auszeichnung schon gewohnt. Ich glaube, das ist die 5. oder 6. Auszeichnung, die Hobot bekommt. Und dann sieht man auch mal, wie prestigeträchtig diese Auszeichnungen sind und vor allem, wie gut die Firma Hobot ist und das schon seit mehr als 10 Jahren. Seit über 10 Jahren steht jetzt eben Hobot wirklich für Qualität. So lange gibt es die schon und die stehen auch wirklich für innovative Haushaltsgeräte. Und wie du gesagt hast, die wurden schon mehrfach dafür ausgezeichnet. Und speziell dieses Modell wurde ebenfalls ausgezeichnet mit dem Innovations Award 2019. Also hier wurden ganz, ganz viele Fensterputzroboter getestet. Da gab es natürlich sehr, sehr viele Kriterien. Und das ist der Gewinner aus 2019. Und den habe auch ich bereits seit einem halben Jahr. Und ich kann Ihnen nur sagen, er ist Gold wert. Nicht nur, ja, das ist übrigens, hier habe ich das mal ausprobiert. Ja, jetzt hier in der Wohnung bei uns in Einbeck. Und das ist natürlich, also genial, gerade so für große Fenster. Schauen Sie mal hier. Das ist jetzt so eine Eingangstür. Das könnte aber auch eine Terrassentür sein. Und da jedes Mal von ganz oben zu putzen, das ist natürlich auch eine enorme Belastung. Und deswegen ist Hausarbeit super unbeliebt.
Aber der ist natürlich genial, weil der putzt jetzt hier nicht nur trocken, sondern, und das sehen wir jetzt hier schön an der Seite, der hat noch einen eingebauten Wassertank. Und gerade wenn Sie etwas gröbere Verschmutzungen haben, ist der Gold wert, weil der reinigt nicht nur trocken, sondern auch gleichzeitig nass. Und ich muss nichts machen, der macht das alles in einem Arbeitsschritt. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal demonstrieren, wie zuverlässig der arbeitet. Jetzt könnte ich Ihnen natürlich auch eine saubere Scheibe putzen, aber ich habe mal ein paar Schwierigkeiten für unseren Fensterputzroboter eingebaut. Zum einen eine Dachschräge, dann das Ganze auch noch rahmenlos. Also das ist eine Herausforderung, das schaffen nur die allerwenigsten Fensterputzroboter. Und wenn, dann liegen die eben auch bei einer Preisklasse von 800-900 €. Und jetzt will ich es wissen. Jetzt, wir reden ja die ganze Zeit von Straßenstaub und von Blütenstaub und von Pollen. Jetzt habe ich hier so ein bisschen Mehl und das machen wir hier mal auf die Fensterscheibe. Achtung, Ralf, geh ein bisschen ich in Deckung. Also ich möchte nicht eingemüllt werden, aber aber da sehen wir schon starke Verschmutzung. Und Anne-Kathrin hat gerade was gesagt, haben normalerweise nur Produkte um die 800 € intus. Hier haben wir ein Produkt für 800 €, 799,90 €. Das ist nämlich die unverbindliche Preisempfehlung für diesen intelligenten Fensterputzroboter. Aber schauen Sie auf unseren Preis, 332,45 €. Und der ist auch so beliebt, dass er im Moment wieder ausverkauft ist. Aber Sie haben es vielleicht an der Einblendung gesehen, die nächste Lieferung kommt in wenigen Tagen. Und wer da dabei sein will, bitte jetzt schon vorbestellen. Aber warten Sie noch eine Minute. Lassen Sie sich erstmal durch diese unglaubliche Gründlichkeit des Fensterputzroboters überzeugen. Jetzt mache ich noch was. Also Sie merken sich, wie das Fenster aussieht. Reicht das jetzt noch nicht? Nee, Sie merken sich das mal, wie schmutzig das ist. Und ich setze ihn jetzt nicht bewusst hier oben links an. Das wäre ja langweilig, weil der ist ja intelligent. Den setze ich jetzt irgendwo an. So, und jetzt muss ich nur noch eins machen. Ich drücke hier das Knöpfchen. Und jetzt saugt er sich fest. Ich bekomme ihn jetzt nicht mehr herunter. Und jetzt gibt es eben drei Optionen. Entweder ich nehme die Fernbedienung oder ich nutze hier meine kostenlose App. Oder wenn ich beides nicht verhandelt habe, dann kann ich auch ganz einmal kurz hier drauf drücken. Und ab diesem Moment kann ich mich zurücklehnen und mich später wirklich hier mit fremden Federn schmücken und sagen, Mensch, das habe ich jetzt aber toll hinbekommen. Schauen Sie sich das bitte an. Der arbeitet sich jetzt wirklich ganz intelligent von links nach rechts. Der erkennt, wo ist noch Schmutz. Und in gewissen Intervallen, und das sehen Sie gleich, sprüht der hier eben ganz fein dosiert hier diesen Wasserstrahl. Und das ist wirklich die Innovation. Sehen Sie das? Das ist der Hammer, oder? Und es wird natürlich streifenfrei sofort gereinigt hinten dran. Hier, da sehen Sie es nochmal hier. Kantenlos, rahmenlos, das Fenster ist natürlich an einem Dachfenster nicht unbedingt der Fall, aber Duschkabinen, die kann ich ja genauso damit reinigen, ja, und ich finde das phänomenal. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das innerhalb kürzester Zeit, Anne-Kathrin. Das innerhalb kürzester Zeit. Sie sehen das jetzt hier schon. Er arbeitet sich von links nach rechts. Oh, jetzt haben wir auch schön den Sprühschrei gesehen. Guck dir das an. Also ich bin jedes Mal... Sie merken das natürlich auch schon, ja. Ich bin jedes Mal begeistert. Ich habe jedes Mal Freudentränen, möchte ich schon fast sagen. Es macht so viel Spaß, dem zuzuschauen. Und es ist auch wirklich eine große Erleichterung im Haushalt. Das muss man auch noch mal ganz klar sagen. Jetzt nicht nur für Dachschrägen, für Fenster. Der reinigt alles aus. Ob das jetzt die Fliesen sind im Badezimmer, in der Küche. Ein Kunde hat mir geschrieben, er nutzt das für die... Edelstahlfront seines Kühlschrankes. Auch da kann man das natürlich hervorragend dafür nutzen. Ja, der ist so zuverlässig. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den benutzen kann. Es ist wirklich mein absolutes Highlight. Wie gesagt, ich besitze ihn privat und ich kann Ihnen nur sagen, ich nutze den auch ganz gerne für Spiegelfronten vom Kleiderschrank. Ja, auch da ist er natürlich perfekt dafür geeignet, für größere Spiegelfronten. Also es ist wirklich ein tolles, tolles Gerät. Also im Prinzip alle ebenen Flächen, das können auch Hochglanz-Schranktüren sein, Spiegel natürlich, Spiegelflächen, aber auch Fliesen im Bad oder Toilette oder natürlich auch in der Küche. Und ich finde das so klasse, wenn man sich das Fenster mal anschaut. Das ist absolut streifenfrei. Da ist nichts an Staub oder Schmutz mehr übrig. Ja? Und also ich bin begeistert von dieser Putzleistung. Und jetzt sehen wir wieder oben rahmenlos und was ist, er erkennt die Kante und fährt dann wieder runter. Also das ist einfach der perfekte Haushaltshelfer. Und machen Sie sich das Leben doch einfach ein bisschen einfacher. Und nehmen Sie nicht irgendeinen Staubsaugerroboter bzw. Fensterputzroboter, sondern nehmen Sie den ausgezeichneten. Und da sehen wir es, Christoph zu Hause mit
seinen Dachfenstern. Und die werden jetzt auch einwandfrei und streifenfrei mit dem Roboter gereinigt. Ja, also gerade Dachschrägen, Dachfenster sind natürlich auch sehr undankbar zu reinigen. Das ist auch sehr, sehr gefährlich. Und meistens kommt man dann auch nie bis an die Außenkante ran. Hier machen sie es sich einfach. Einfach ansetzen, fertig. Und alles, was sie dafür brauchen, das ist ja schon mit dabei bei diesen 332 Euro. Also das Absturzseil ist dabei, die Fernbedienung ist dabei, 3 Mikrofasertücher sind dabei, die allesamt maschinenwaschbar sind. Eine Flasche 250 Milliliter Reinigungsflüssigkeit sind ebenfalls gratis für Sie mit dabei. Das ist die Flüssigkeit, die in den Wassertank eingefüllt wird. Übrigens in Originalherstellerqualität. Das heißt, Sie bestellen. Der kommt innerhalb weniger Werktage dann zu Ihnen nach Hause, sobald er dann wieder verfügbar ist. Und dann können Sie loslegen. Sie gehen keine Kompromisse mehr ein. Und das jetzt hier wirklich für diesen fantastischen TV-Sonderpreis. Also das ist mein absolutes Highlight. Und Christoph hat mir übrigens erzählt, er hat ihn auch mitgenommen zu seiner Frau Mama. Und die war so begeistert, dass sie ihn gar nicht mehr hat hergeben wollen, weil er so gründlich und effektiv reinigt. Und genau diese Erfahrung werden Sie auch machen. Aber bitte jetzt schon vorbestellen. Der ist so nachgefragt, immer mal wieder ist die Lieferung eben ausverkauft. Die nächste kommt am 10. Juli. Und wenn Sie da dabei sein wollen, jetzt bitte auf die Bestellliste bezahlen. Tun Sie natürlich erst, wenn er auch wirklich an Sie ausgeliefert wird. Ja, und Sie sichern sich zweierlei. Erstens mal, dass Sie bei der nächsten Lieferung berücksichtigt werden können und zum anderen den fantastischen TV-Sonderpreis. Nochmal die unverbindliche Preisempfehlung, 799 Euro. Und jetzt sind wir bei 332,45 Euro TV-Sonderpreis. Selbstverständlich auch Porto- und Versandkosten frei zu Ihnen. Als ich das Fenster zu Anfang schmutzig gemacht habe, haben Sie sich erinnert, da habe ich gesagt, prägen Sie sich dieses Bild ein und jetzt schauen Sie sich bitte diesen Nachher-Effekt an. Das ist der Knaller, das spricht für sich. Blitzeblank sauber, ja kein einziges Mehlkörnchen mehr und wir setzen noch einen drauf. Ich nutze nämlich meinen Fensterputzroboter auch super gern für zum Beispiel mal das Badezimmer, für die Fliesen oder natürlich auch in der Küche, wenn man gekocht hat, weil da kann ich den auch ganz, ganz gut nutzen, weil der arbeitet ja mit Unterdruck. Das kann man ja bei dem machen. Sollen wir das mal machen? Ja, gerne, gerne, gerne. Aber da sehen wir es auch hier zu Hause, das, was du gerade gesagt hast. Und ich weiß ja, so große, weiße Fliesen, ja, da muss man ja schrubben wie ein, wie sagt man so schön, wie ein Elch. Also sehr, sehr anstrengend. Aber hier können wir das ganz, ganz schnell machen oder ohne Anstrengung einfach an die Fliesen. Und er erkennt sogar, das finde ich auch schön, die Kanten der Fliesen. Der geht nicht hoch auf die Tapete, der erkennt, da ist eine Kante. Und da werden genau diese Fliesen eben gereinigt und das schnell und effektiv. Übrigens, 2,5 Minuten braucht der Roboter knapp, um 1 Quadratmeter gründlich zu reinigen. Sie sehen, das funktioniert im Bad, das funktioniert auch bei uns, bei dieser Stellwand und funktioniert ganz sicher auch bei Ihnen. Egal, ob in Küche, Bad oder WC. Die Handhabung ist die gleiche wie am Fenster und das Putzergebnis ist genauso herausragend gut wie eben auf den anderen Flächen. Also ich bin jedes Mal so begeistert, mir geht mein Herz auf, das muss ich wirklich sagen. Der ist so zuverlässig, so sensationell. Und jetzt ist ein Markengerät aus dem Hause Hobart. Nochmal, Hobart steht für Intelligenz, steht für Qualität, steht für Innovation. Das muss man einfach mal ausprobiert haben. Das ist der Wahnsinn. Überzeugen Sie sich selbst mehr als sagen, der ist top, kann ich ja auch nicht. Ne? Also ich kann hier nur sagen, überzeugen Sie sich selbst, Sie werden ihn lieben. Ja, und ich sehe das gerade. Glastüren, das ist natürlich auch eine Idee, wer die mal geputzt hat. Also mir fällt es übrigens auch schwer, jetzt in meinem Alter runter auf die Knie zu gehen, was ja hier eigentlich unbedingt notwendig wäre. Und dementsprechend übernimmt auch das der Fensterputzroboter für Sie. Und müssen wir ganz ehrlich sein, Fensterputzroboter zu sagen, ist ja viel zu wenig. Das ist ein Allrounder in Ihrem Haushalt. Wir haben Schränke gesehen, das Bad, Toilette, Küche, Fenster, Dachschrägen, Glastüren, Kühlschränke aus Edelstahl und. Also das ist ein Roboter, der wirklich sehr, sehr viel im Einsatz sein wird und Sie haben dann immer die gewünschte Sauberkeit ohne körperliche Anstrengung, das ist ja auch noch was Wichtiges, ohne dass ich mich körperlich verausgabe. Und je heißer es wird, desto anstrengender wird es ja noch. Das stimmt. Und überlegen Sie, gehen Sie mal gedanklich bei sich in der Wohnung durch, wo man überall glatte Oberflächen hat. Man hat dann natürlich die Fenster, man hat vielleicht Dachschrägen, vielleicht der Wohnzimmer-Couch oder der Couchtisch, der eben die Glasfront hat. Dann natürlich geht es weiter mit den Fliesen in Küche, in Badezimmer, wo auch immer. Dann geht es weiter mit den Kleiderschränken, die haben ja meistens so eine Klavierlackoptik. Dann die ganzen
Spiegel, die man überall in der Wohnung hat. Man hat ja ziemlich viele Spiegel auch in der Wohnung, ja. Oder dann natürlich auch vielleicht die Fläche vom Kühlschrank, wenn Sie da so eine Edelstahlfront haben oder andere Fronten. Man hat so viele glatte Oberflächen. Und im Spaß habe ich den sogar mal bei uns auf dem Fußboden ausprobiert. Selbst das hat er geschafft. Also man hat eigentlich im gesamten Haushalt glatte Oberflächen. Mir fällt kein, also bei mir, wenn ich jetzt so meine Wohnung durchgehe, es gibt bei mir keinen Raum, wo keine glatte Oberfläche ist. Also Sie sehen, vielfältig einsetzbar und eben mit der neuesten technischen Innovation. Nicht nur wischen, sondern auch genau dosiert das Putzmittel noch auf der zu reinigenden Fläche verteilt, ohne zu überwässern. Wir haben es auch vorhin gesehen, es läuft nicht Wasser auf den Fensterrahmen, nein, sondern es wird genau in der Menge eingesprüht, wie es auch verwendet wird, sodass es streifenfrei wieder sauber ist. Und Hunderte, ne, Tausende von Kunden sind bereits zufrieden. Der Erfolg ist unglaublich groß. Immer mehr Haushalte haben einen Fensterputzroboter. Und ich denke, das wird auch irgendwann mal so selbstverständlich sein, wie heutzutage eine Waschmaschine ist. So selbstverständlich wird auch so ein Putzroboter. Und Sie können jetzt eben der Nächste sein, der den zu Hause hat. Jetzt bitte vorbestellen. Die Lieferung kommt in wenigen Tagen, nämlich am 10.7. Und Sie sichern sich jetzt einen Bestelllistenplatz und vor allem den fantastischen TV-Sonderpreis von 332,45 €. Die Bestellnummer für diesen Innovation Award-Gewinner 2019, das ist die NX6057 und die 569. Und ich höre gerade, die Nachfrage ist schon wieder riesengroß. Mhm. Kein Wunder. Also bitte jetzt vorbestellen, dass Sie bei der Lieferung, eben die in wenigen Tagen kommt, dabei sein können. Ja, vor allem, Sie bekommen ja nicht nur den Fensterputzroboter, Sie bekommen ja alles noch mit dazu. Die drei Mikrofasertücher, das Absturzseil, natürlich die Fernbedienung, dann eine Flasche 250 Milliliter Reinigungsflüssigkeit. Da ist ja alles dabei, das heißt auspacken, loslegen. Überlegen Sie mal, wenn Sie ein Putzgerät kaufen, dann muss man meistens die Putzmittel noch da separat kaufen, die Tücher. Hier ist alles schon dabei, was will man mehr? Also ich sage Ihnen jetzt hier für diesen Innovation Award Gewinner nochmal die Bestellnummer. Das ist die NX6057 und die 569, der Preis 332,45 €. Bitte jetzt vorbestellen. Am 10.7. kommt die nächste Lieferung, also in wenigen Tagen. Und wenn Sie jetzt vorbestellen, dann sind Sie auch sicher bei dieser Lieferung noch dabei. Zwei Fensterputzroboter hatten wir in dieser Sendung. Den leisesten und wohl günstigsten, mit dem haben wir gerade angefangen. Und wenn der der richtige ist, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer NX3329 und die 569 und der TV-Sonderpreis. Fantastisch. Mit 218,45 €. Und Anne-Kathrin, der ist wirklich flüsterleise. Der ist sehr, sehr leise. Ich meine, Sie sehen ja, wir stehen unmittelbar daneben mit unserem Mikrofon. Und man hört es wirklich kaum. Also Mittagsschläfchen, kein Problem währenddessen. Oder mal eine Serie schauen, auch gar kein Problem. Und der ist so zuverlässig und der fährt wirklich bis an die Kante heran. Ein tolles, tolles Modell zu einem absoluten Vorzugspreis. Ja, und der Vorzugspreis nicht 499,90 €, so ist nämlich die unverbindliche Preisempfehlung, sondern 218,45 €. Der ist sofort lieferbar. Für Sie nochmal die Bestellnummer DNX 3329 und die 569, die 569 bitte am Ende auf keinen Fall vergessen, denn nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Oder soll es der beliebteste Fensterputzroboter sein, den wir im Programm haben, den Innovation Award Gewinner 2019, ein Markengerät von Hobot, das nicht nur viele von Ihnen, sondern auch Anne-Kathrin und Christoph begeistert. Ja, und man sieht ja, ich wohne auch sehr ländlich, also da sind ganz, ganz viele Tiere, auch und Vögel. Und ich habe ständig Schmutz an den Scheiben, gerade so von den Vögeln. Und da ist das natürlich Gold wert. Also ich liebe ihn. Und Sie sehen das, hier wird es schon langsam dunkel, ja, draußen. Aber kein Problem. Man kann auch, wie du vorhin gesagt hast, auch gerne im dunklen Fenster putzen. Ja. Der macht alles in einem Arbeitsgang. Nass wischen. Sie bekommen drei Mikrofasertücher mit dazu. Eine Flasche Reinigungsflüssigkeit. Also es ist ein Wahnsinnsgerät. Ich kann Ihnen nur noch mal sagen, überzeugen Sie sich einfach selbst. Der gehört mir, den gebe ich nie wieder aus der Hand und endlich habe ich mal auch wirklich streifenfreie Fenster. Das ist mit der Hand gar nicht so einfach hinzubekommen. Da hast du absolut recht und gefährlich ist es auch noch. Und Sie müssen jetzt nicht die unverbindliche Preisempfehlung, also den Normalpreis von 799 € bezahlen, sondern Sie bekommen auch diesen Innovation Award Gewinner zum TV-Sonderpreis. 332,45 €. Bitte jetzt schon vorbestellen. Am 10. Juli kommt die nächste Lieferung, da können Sie
dabei sein mit der Bestellnummer NX 6057 und die 569. Machen Sie sich das Leben einfach ein bisschen bequemer, ein bisschen einfacher. Ich glaube, man hat es auch so schwer genug. Und ich sage es gerne nochmal, es ist alles andere, was Sie tun, statt Fensterputzen, schöner. Dessen bin ich mir sicher. Was werden Sie tun? Musik hören, ein Buch lesen, Kaffee trinken, egal was. Es ist schöner als Fensterputzen.